Hallo und ganz herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Donnerstagabend. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, an unserem Thementag heute schauen wir auf die Landwirtschaft und wie die sich für die Zukunft und den Klimawandel rüstet. Und vom Knochen bis zum Smartphone. Das Handy feiert runden Geburtstag und wird 40. Ja, ein bisschen jünger sind diejenigen, die gerade die Schule beendet haben und sich fragen, was mache ich eigentlich danach? Studieren, reisen oder vielleicht doch ein freiwilliges soziales Jahr, zum Beispiel in einem Pflegeheim und so herausfinden, ob das auch ein Job für die Zukunft wäre. Ja, wir können uns mal die Zahlen anschauen von jungen Menschen, die hier bei uns in Hessen so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben. Im Jahr 2019/2020 waren es 5.854. In den Corona-Jahren waren sie ähnlich hoch. Aber jetzt, 2022/23, gibt es einen deutlichen Rückgang. Nur noch 4.756 machen das freiwillige soziale Jahr. Das sind etwa 18,8% weniger. Und es könnten noch weniger werden, weil die Bundesregierung das Geld dafür kürzen will, was zum echten Problem werden könnte. Denn für viele Einrichtungen sind die FSJler total wichtig und auch die jungen Menschen, die profitieren davon. Darauf freut sich Ruth Lachmann immer ganz besonders. Spazieren gehen mit der 18-jährigen Saskia Wölke. Ihr erzählt sie gerne von früher, als sie noch eine Gastwirtschaft hatte. Ja. Die wollten lieber Skat spielen. Ja. Und dann haben sie mich gelernt, Skat spielen. Mhm. Können Sie es immer noch? Ich glaube, ich kann es noch. Müssen wir mal ausprobieren. Dann können Sie es mir beibringen. Saskia macht ein freiwilliges soziales Jahr im DRK Seniorenzentrum in Darmstadt. Zu ihren Aufgaben gehört auch das Hühnerprojekt. Nach der Realschule wusste Saskia erstmal gar nicht, was sie machen sollte. Ihre Entscheidung war aber genau die richtige, findet sie jetzt. Als ich hier angefangen habe, war ich sehr, sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Ich bin nicht auf die Menschen zugegangen. Und jetzt fällt es mir gar nicht mehr schwer. Ich gehe zu den Leuten, begrüße sie, ich kann denen das Essen anreichen. Ich habe keine Hemmungen mehr, was mit den Leuten zu machen. In Hessen machen gerade mehr als 6.200 junge Menschen ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Doch dafür will die Bundesregierung in Zukunft weniger Geld ausgeben. Laut Haushaltsentwurf soll es für das freiwillige soziale oder ökologische Jahr vom Bund in Zukunft statt 120 Millionen Euro nur noch 95 Millionen Euro geben. Eine Kürzung um 21%. Für den Bundesfreiwilligendienst will die Regierung statt 207 Millionen Euro nur noch 154 Millionen Euro ausgeben. Die Kürzung 25%. Viele Freiwilligenstellen könnten also wegfallen, fürchtet auch Saskias Chefin. Wir werden dann auf jeden Fall weniger FSJler haben, ganz sicher. Mich macht es persönlich traurig, weil ich sehe, wie gut FSJler als junge Generation der Generation, die hier wohnt, tut. Wir können einige Projekte dann nicht mehr machen. Das macht mich wütend. Und ich würde mir wünschen, dass es möglich ist, nochmal die ganze Sache zu kippen. Viele befürchten, wenn weniger junge Menschen in soziale Berufe reinschnuppern können, werden sich auch weniger dafür entscheiden. In Zeiten des Fachkräftemangels fatal. Wenn wir so sehen, wie die jungen Menschen sich weiterentwickeln, wie die dann ins Berufsleben starten als junge, erwachsene Menschen, die wissen, was sie wollen, dann denke ich mir, es ist einfach schade, wenn wir als Gesellschaft das zulassen. Meine Hoffnung ist die, dass in den nächsten 2 Monaten das Parlament überzeugt wird, dass das ein gänzlich falscher Bereich ist, wo man einsparen sollte. Doch die Haushaltslage ist schwierig. Corona, der Krieg gegen die Ukraine, die Inflation. Bundestagsabgeordnete Cordula Schulz-Asche sagt, es muss leider überall gespart werden, auch im sozialen Bereich. Und deswegen ist es eines unserer Ziele, eben wenn Kürzungen vorgenommen sind, sie so vorzunehmen, dass nicht die Substanz zerstört wird, sondern dass die Arbeit weitergehen kann, dass man dass eben nicht ein ganzer Bereich wie zum Beispiel die Freiwilligendienste völlig zusammenbrechen. Saskia hofft, dass es auch in Zukunft noch viele Freiwilligenstellen geben wird. Ihr gefällt es so gut, dass sie noch mal um ein halbes Jahr verlängert hat. Ja, und Zukunft ist ein gutes Stichwort, denn um die Zukunft in der Landwirtschaft geht's heute bei unserem HR-Thementag. Für die müssen sich die Landwirte rüsten, um besser bestehen zu können. Zum einen macht ihnen natürlich der Klimawandel zu schaffen. Trockenheit, Hitze, extremer Regen. Und zum anderen müssen sie teilweise auch moderner werden, damit sie konkurrenzfähig bleiben. Also müssen neue Ideen her und angepasste Konzepte.
frisch aus dem Wetterauer Acker. Bei Landwirt Andreas Damm läuft die Kartoffelernte auf Hochtouren. Kerzen gerade rein, dank GPS an Bord. Doch der Bergen-Enkheimer ist nicht ganz zufrieden. Die Qualität der Kartoffeln stimmt, doch die Ernte ist wegen des Wetters um 25% kleiner als sonst. Die Kartoffelernte fällt dieses Jahr etwas unterdurchschnittlich aus, weil der Regen etwas später gekommen ist. Aber dennoch besser wie im letzten Jahr. Da hatten wir gar keinen Regen im Sommer. Da war die Kartoffelernte noch schlechter. Andreas Damm bewirtschaftet 240 Hektar Land. Groß für Frankfurter Verhältnisse, klein, wenn man nach Ostdeutschland schaut. Der Klimawandel macht ihm wie allen Bauern Probleme. Deshalb setzt er auf Vielfalt. Neben den Kartoffeln baut Damm Getreide, Zwiebeln und Zuckerrüben an. Im Frühling Spargel und Erdbeeren. Bis vor kurzem konnte er damit noch gut Geld verdienen. Doch steigende Lohnkosten und Energiepreise drücken die Gewinne. Da sind neue Ideen gefragt. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Photovoltaikanlage vergrößert. Wir haben einen Akkuspeicher gebaut, dass wir mit unserem Strom autark sind. Wir nicht mehr abhängig sind unbedingt vom Netz. Und wir so auch relativ günstig Strom produzieren können. Und so zum Beispiel diesen Kostenfaktor im Griff haben. Auf seinem Schelmenhäuser Hofgut in Bergen-Enkheim ist Andreas Damm die dritte Generation. Das Anwesen liegt im Grünen, aber stadtnah zur Frankfurter City. Heißt, es ist nicht einfach für ihn, weiter zu wachsen. Die Flächen sind begrenzt. Und noch etwas sorgt ihn. Die Akzeptanz in der Gesellschaft zur Landwirtschaft hat abgenommen, weil keiner mehr direkt in der Landwirtschaft arbeitet. Keiner weiß mehr, wo sein Lebensmittel herkommt. Und es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, dass Lebensmittel jeden Tag und immer zu der richtigen Menge zur Verfügung stehen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Das Zauberwort heißt weiterentwickeln. Um ein moderner Betrieb zu bleiben, muss sich der 54-Jährige ständig fortbilden. Neues Wissen über Pflanzenkrankheiten, Dünge- und Anbaumethoden und die fortschreitende Digitalisierung. Auch in der Landwirtschaft tut sich einiges. Die Zukunft wird sein, mehr Robotik in der Landwirtschaft. Es gibt schon die ersten Hackroboter, die ersten Drohnen, die entsprechende Arbeiten leisten können. Selbstfahrende Landmaschinen, ob das im Ballungsraum dann möglich ist, durch die Enge, die wir hier haben, wird sich dann zeigen. Trotzdem, Andreas Damm ist, wie er sagt, Landwirt aus Leidenschaft. Den Hof würden er und seine Frau Mandy später gerne an ihre 4 Kinder weitergeben. Die sind noch recht jung. Franz, 10 Jahre, und seine 3 Schwestern Pauline, Helene und Luise im Alter von 12 bis 15. Alle haben schon ihre Aufgaben auf dem Hof und Pläne. Also ich wollte sowieso immer schon, als ich kleiner war, immer einen Hof gerne haben. Und ich glaube auch, Luise wollte immer gerne einen Pferdehof haben und so, aber dass wir schon uns gut ergänzen können. Also ich liebe die Arbeit mit den Tieren und draußen in der Natur und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich bin gerade in der 10. Klasse. Wenn ich die fertig habe, werde ich dann auch das Fachabi machen in der Fachrichtung Agrar. Und das Jahr, wo ich sozusagen mein Praktikum habe, werde ich hier zu Hause machen, dass ich noch viele Erfahrungen sammeln kann. Und danach möchte ich meine Ausbildung als Landwirtin machen, um danach in die Landwirtschaft zu gehen. Für die Eltern ist das schön zu hören. Sie wollen alles dafür tun, dass das Schelmenhäuser Hofgut am Rande von Frankfurt auch für die 4. Generation zukunfts- und lebensfähig bleibt. In Wiesbaden ist heute der Landtag zu seiner letzten Plenarsitzung vor der Landtagswahl zusammengekommen. Damit startet Marcel heute Abend die Nachrichten. Ja, und dabei haben die Abgeordneten teilweise recht hitzig über die Themen Bildung, Verkehr, Migration und Sicherheit diskutiert. In einem waren sie sich einig. Sie haben uns alle aufgerufen, am 8. Oktober wählen zu gehen. Stromausfall am Montag in Wiesbaden, darüber haben wir ja berichtet hier in der Hessenschau. Davon betroffen war auch das Bundeskriminalamt, das deswegen stundenlang nur eingeschränkt handlungsfähig war. Zumal jetzt bekannt geworden ist, dass auch die Notstromversorgung nicht funktioniert hat. Ermittler konnten deswegen unter anderem nicht auf Daten von Kinderpornografieverdächtigen zugreifen. Ja, wieso ist gestern ein Flugzeug in Neuenstein in Osthessen abgestürzt? Das ist immer noch unklar. Fest steht, das Flugzeug war im Auftrag der Bundeswehr unterwegs, offenbar als Teil einer Übung des Kampfhubschrauberregiments in Fritzlar. Die Unfallstelle am Tag danach. Um die Todesursache von Pilot und Co-Pilot zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Fulda für kommenden Mittwoch eine Obduktion angeordnet. Bei dem Flugzeug handelt es sich um das Modell Pilatus PC-9, eine einmotorige Propellermaschine.
Laut Flightradar startet das Leichtflugzeug gestern Mittag auf dem Militärflugplatz Fritzlar und fliegt einige Schleifen. Kurze Zeit später jedoch verliert das Flugzeug aus ungeklärter Ursache sehr schnell an Höhe und verschwindet dann vom Tracker. Wir bitten Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise Bild- oder Videoaufnahmen des Absturzes gemacht haben, sich mit unseren Kollegen in Bad Hersfeld in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung dauern noch länger an. Zur Identität der Toten wurden noch keine Angaben gemacht. Wegen Personalmangels in Stellwerken fahren an den Wochenenden zwischen Glauburg, Stockheim im Wetteraukreis und Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis keine Züge mehr. Stattdessen seien bis auf weiteres Busse im Einsatz, hat die Bahn heute mitgeteilt. Das gelte ab 1. Oktober. Für sie bedeutet das, dass sie deutlich mehr Zeit einplanen und sich vorab online über ihre Verbindung informieren sollten. Ja, ganz ungewöhnliche Bilder für Gleisarbeiten heute in Frankfurt. Beim Ausbau der S-Bahn-Strecke 6 war ein Hubschrauber im Einsatz. Weil für die neue S-Bahn-Trasse auf der Strecke zwischen den Frankfurter Stadtteilen Ginnheim und Eschersheim 25 neue Oberleitungsmasten aufgestellt werden mussten und die parallel verlaufende Bahnstrecke nicht gesperrt werden sollte. Deswegen hat ein spezieller Lastenhubschrauber die Masten aufgestellt. Die Bahnbauarbeiter haben die bis zu 12 Meter langen und bis zu 2 Tonnen schweren Masten angenommen und sie im Boden verankert. Die S6 ist eine der wichtigsten Nahverkehrslinien im Rhein-Main-Gebiet. Wenn Sie an die Landtagswahl in 2,5 Wochen denken, dann haben die meisten von Ihnen doch bestimmt direkt die großen Parteien im Kopf. Aber nicht nur die stehen auf dem Wahlzettel, auch viele kleinere Parteien, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Deshalb starten wir heute unsere Serie, in denen wir Ihnen diese Kleinparteien vorstellen und was sie sich vorgenommen haben. Wahlkampfauftakt der Freien Wähler Hessen. Auf einem Bioenergiehof bei Marburg. Extra aus Bayern angereist, der umstrittene Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger. Trotz Flugblattdebatte soll er dem Spitzenkandidaten Engin Eroglu Rückenwind verleihen. Und der strotzt vor Optimismus. Also ich glaube, wir werden die große Überraschung sein bei der kommenden Landtagswahl. Und ich traue uns da tatsächlich alles zu. Ein Grund für das Selbstbewusstsein seien gute Umfragewerte sowie viele Neueintritte in die Partei. Und mit der will Engin Eroglu erstmals in den Hessischen Landtag einziehen. Der gelernte Bankkaufmann war lange bei den Grünen aktiv, dann sei er erwachsen geworden. Jetzt redet er gerne in der dritten Person von sich selbst. Der Engin Eroglu hat immer einen Plan im Leben. Das ist nun mal so. Ich komme aus der sozialen Unterschicht, habe in meinem Leben alles erarbeiten müssen, nichts geschenkt bekommen. Im Gegenteil. In Bayern und Rheinland-Pfalz sitzen die Freien Wähler schon im Landtag. In Hessen erzielten sie 2018 3%. Der Bundesvorsitzende will mehr. Wir brauchen dann dringend nach dem Landtagseinzug der Freien Wähler in Hessen im Jahr 2025 auch die Freien Wähler im Deutschen Bundestag. Klappen soll das mit ihrer liberal-konservativen Politik, wie beispielsweise mehr Bürgerbeteiligung, verpflichtende Sprachkurse für ausländische Kinder und Stärkung regionaler Landwirtschaft. Die ist den Freien Wählern besonders wichtig. Das Treffen auf dem abgelegenen Hof extra so geplant. Die hausgemachte Bratwurst darf natürlich nicht fehlen. Fleisch kommt hier auf gar keinen Fall auf den Tisch. Beim Sommerfest der Tierschutzpartei gibt's vegetarisches Essen. Spitzenkandidat Fabian Schelski will sich vor allem für Mensch, Umwelt und an erster Stelle den Tierschutz einsetzen, weiß aber um die Herausforderungen. Ich glaube, dass einfach auch die 5%-Hürde auch so ein bisschen den Wähler davor abschreckt, auch kleinere Parteien zu wählen, weil man dann der Meinung ist, okay, die Stimme ist vielleicht verschenkt und fehlt dann an anderer Stelle. Aber prinzipiell merkt man, dass grundsätzlich die Bereitschaft in der Bevölkerung schon auch da ist. Bei der Hitze wird auch an die Vierbeiner gedacht, selbstverständlich. Mit ihnen will die Tierschutzpartei schließlich punkten. Tierrechte sollen in der Verfassung verankert, Massentierhaltung abgeschafft und Ethik als verpflichtendes Schulfach eingeführt werden. 1% der Stimmen hat das der Partei bei der letzten Landtagswahl in Hessen gebracht.
Oft wenig los auf solchen Events, dafür viel Arbeit. Da stellt sich die Frage, wie gründet man eigentlich eine Partei? Wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Professor Isabel Borucki von der Uni Marburg. Es gibt da keine Mindestanzahl an Menschen, die sie brauchen, aber eine Partei muss in ihrem Inneren demokratisch organisiert sein und braucht eben eine Liste an x Mitgliedern, und das war es im Grunde auch schon. Also die Hürde zur Gründung einer Partei ist denkbar gering. Neben einer Satzung und ihrem Programm müssen die Parteien, die bisher nicht im Landtag vertreten sind, 1.000 Unterschriften von wahlberechtigten Unterstützern sammeln. Die mussten bis Ende Juli vorgelegt werden, um es auf den Stimmzettel zu schaffen. Dekadent, möglichst dekadent, so will die Partei rüberkommen. Spitzenkandidat Dominik Harrapat will mit Satire auf Missstände und Fehltritte der etablierten Parteien aufmerksam machen. Auch hier im Wetzlarer Pub, die Ironie fester Bestandteil seiner Selbstdarstellung. Können Sie auch ernsthaft? Was mache ich denn hier? Satire mit Politik verbinden? Ach, also bitte, das sind ja Fragen. Soll ich Sie jetzt ernst nehmen mit solchen Fragen? Sie wollten mich doch ernst behandeln wie eine richtige Partei. Und jetzt sitzen Sie hier und meinen wieder, ich mache nur den Kasper. Haben Sie überhaupt ein Titanic-Abo? Wissen Sie, was da heute drinsteht? Haben Sie mal einen Witz gefunden? Zeigen Sie mir einen. Die Partei, gegründet 2004 aus dem Umfeld des Satiremagazins Titanic, will die Superreichen fördern, das Rentenalter auf 80 Jahre erhöhen und weniger in Bildung investieren. Natürlich alles mit Augenzwinkern. Das Ziel des Autors aus Wetzlar ist aber ernst. Das Ergebnis von 0,6% der letzten Landtagswahl toppen. Wo habe ich mein Auto geparkt? Wo liegt meine Brille? Und wann war noch mal der Arzttermin? Es fängt langsam an. Mit Gedächtnislücken, leichten Stimmungsschwankungen, dann können Menschen, die an Demenz leiden, auch ihre Sprache oder ihre Orientierung verlieren. In Deutschland leiden schätzungsweise knapp 2 Millionen Menschen an Demenz, auch viele Jüngere, unter 65-Jährige. Heute am Welt-Alzheimer-Tag und der Woche der Demenz schauen wir deshalb auf eine Einrichtung in Offenbach, die auch jüngeren Betroffenen hilft. Ich bin von Beruf Landschaftsgärtner gewesen. Knapp vorbei, ist auch vorbei. Er sprach kaum, lachte nicht mehr. Aufwärts geht's dank der Tagesbetreuung hier in Offenbach. Karl-Heinz Herzberger wohnt noch privat, denn seine Frau hilft ihm im Alltag. Klar, arbeiten, das geht nicht mehr, weil er ständig vergisst. Mit 59 Jahren habe ich das im Krankenhaus ist das festgestellt worden. Die 83-jährige Rotraud Gensch hat Altersdemenz. Auch sie profitiert von der Tagesbetreuung. Ich bin sehr kontaktfreudig eigentlich und das hilft mir in dieser Gruppe. Sie wohnt hier in einer betreuten WG im Haus, weil alleine käme auch sie im Leben nicht mehr zurecht. Ich denke, dass bei Demenz erstmal die Beschäftigung so wichtig ist, dass man nicht nur sitzt und grübelt. Bei der Demenz baut das Gehirn unkontrolliert Gehirnzellen ab. Betroffene verlieren schleichend ihre Erinnerung. Die Persönlichkeit verändert sich und nicht alle bleiben so positiv gestimmt wie Rotraud und Karl-Heinz. Es gibt Menschen, die werden herausfordernd, sagt man, also tatsächlich aggressiv, dominant, teilweise gewalttätig. Damit ist es dann sehr, sehr schwer, oft umzugehen, auch gerade für die Angehörigen. Angehörige sind oft ratlos, wie sich der Alltag gut bestreiten lässt. Vor allem, wenn Betroffene die Sprache verlieren. Ergotherapeutin Saskia Ratz-Hecht aus Kassel setzt dafür praktische Hilfsmittel wie Bildkarten und sprachprogrammierte Knöpfe ein. Ich möchte etwas trinken. Mit den Bildkarten wird klar, was die Person gerade möchte. Unterstützte Kommunikation ist für alle Menschen wichtig, die sich auf verbalen Weg nicht mitteilen können. Ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Und somit für Menschen mit Demenz unglaublich wichtig im Alltag, um Frustrationstoleranz vorzubeugen, einen gewissen Lebensstandard und Qualität zu erhalten, wiederzuerlangen. Sich mit der Krankheit arrangieren ist oft das einzig Mögliche. Medikamente, die Demenz heilen können, gibt es auf absehbare Zeit nicht. Aber Vorbeugung kann richtig viel bewirken.
Für Menschen ist es gesund und richtig, sich mit anderen auszutauschen, nicht einsam zu sein und eben am Leben in jeder Form teilzunehmen. Also wir können bis zu 40% der Demenzerkrankungen durch konsequente Prävention verhindern. So lange wie möglich am Leben teilnehmen ist also die wichtigste Therapie. Wir gehen zusammen spazieren, wir haken uns ein, wenn jetzt jemand schlechter gehen kann. Und wir haben also sehr viele Möglichkeiten, uns gegenseitig zu helfen. Ich fühle mich hier sehr gut. Auch so mit den Leuten und so ist immer sehr unterhaltsam. Einrichtungen mit Beratung und Tagesbetreuung, gerade auch für jüngere Erkrankte, gibt es hierzulande noch kaum. Dabei werden sie immer wichtiger. Die Corona-Booster-Impfung hat bisher über 30 Euro in Hessen gekostet. Doch das ändert sich jetzt. Nochmal Nachrichten mit Marcel. Ja, bisher mussten sie dafür in Vorkasse gehen, anders als in anderen Bundesländern. Eine Einigung zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung ändert das jetzt. Es sei eine Entlastung für Patienten und für Ärzte. Da sich der bürokratische Aufwand verringere, heißt es dazu von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Der Spendenaufruf war erfolgreich. Nach einer Fast-Pleite ist das Satiremagazin Titanic mit Sitz in Frankfurt gerettet. Innerhalb von 2 Wochen seien 6.000 neue Abos abgeschlossen, 34.000 Euro auf dem Spendenkonto eingenommen und 500 Shirts verkauft worden. Auf absehbare Zeit sei keine neue Rettungsaktion notwendig. Das Satiremagazin hatte wegen gestiegener Druck- und Papierkosten und wegen eines Rückgangs der Auflage um Hilfe gerufen. Campen während Corona unglaublich angesagt und genau das könnte sich auch auf den Zulauf bei der Camper- und Vans-Messe auswirken, die seit heute in Fulda stattfindet. Bei Wohnmobilen, Vans und Wohnwagen können Sie ausprobieren, was zu Ihnen passt. Und auch bei mobilen Reisen gibt es neue Trends, was das Innenleben betrifft, ob praktische Küchenutensilien oder erfindungsreiche Wohnraumlösungen. Campingfans können sich noch bis Sonntag in Fulda austoben. Und soweit die Nachrichten. Jetzt gucken wir, weil Donnerstag ist, Hülya, worauf? Ja, auf das dolle Dorf. Denn Donnerstag heißt bei der Hessenschau natürlich, dass wir unsere Trommel drehen und das dolle Dorf ziehen. Und das macht heute Nora Enns. Ja, und so langsam wird es herbstlich, Nora. Alles verfärbt sich. Das ist doch auf dem Land immer besonders schön, oder? Ja, also ich finde es schon ganz spannend, wenn dann so die Nebelschwaden steigen morgens, wenn wir losfahren, dann zum Drehen. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, weil auch die Gärten oft so schön sind. Und da jetzt bestimmt noch ganz viel blüht und wir werden ganz viel wunderschöne Bilder auf jeden Fall kriegen. Und bestimmt auch ein paar ganz tolle Geschichten aus unserem Dorf, wo auch immer es heute uns der Herbstwind hinweht. Wir kommen heute nach Wühl, Wühl, Wühl. Lützelhausen, das gehört zu Linsengericht, hat 1005 Einwohner im Main-Kinzig-Kreis. Liebe Lützelhäuser, rufen Sie uns doch bitte an unter 069 155 2490. Dann besprechen wir, wo wir uns heute Abend noch treffen, damit wir morgen ganz viele schöne Geschichten bei Ihnen drehen, die wir am Samstag dann hier in der Hessenschau sehen können. Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt, Nora. Und du machst doch bestimmt auch immer Bilder, wenn du unterwegs bist im Dollendorf, oder? Klar, viele. Auf jeden Fall. Ja, und das wahrscheinlich immer mit dem Smartphone. Klar, die können ja auch schon mittlerweile sehr viel. Und die meisten von uns, die können sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist ohne Smartphone. Vor genau 40 Jahren, da kam das erste Handy auf den Markt. Damals noch ein echter Knochen. Ja, und seitdem haben sich die praktischen Telefone für unterwegs ständig weiterentwickelt. Ja, doch am Anfang, da waren sie doch noch ziemlich unhandlich. Das Dynatec 8000X, 33 cm lang, 800 Gramm schwer und mit seinen 40 Jahren ein Dinosaurier unter den Handys. Wir fragen die Menschen in Frankfurt heute, ob sie sich an ihr erstes Handy erinnern. Das war auf jeden Fall ein sehr kleines Handy, wo man nichts drauf tun konnte. Es war wirklich so ein Kinderhandy, was man so mit, ich war glaube ich 11 oder 12 Jahre, ja, wo du gefühlt nur mit telefonieren konntest und nichts anderes. Aber so ein Sagem oder so war die Marke, glaube ich. So ein Nokia war das und das war relativ schwer, groß mit einer kleinen Antenne. Und ja, aber unzerstörbar. Ich glaube, es war Nokia, es war der berühmte Nokia-Knochen. Das Nokia 3410, ja, ne, das war dieser blau-weiße Klumpen. Aber erst einmal der Reihe nach. 1989 kam mit dem Pocky das erste Handy in Deutschland auf den Markt.
Bei 30 Minuten Gesprächszeit musste man sich einigermaßen kurz halten. Ohnehin waren Gespräche mit dem Handy zunächst nur bestimmten Menschen vorbehalten. Also vor allem natürlich Politiker und Unternehmer, die einfach viel telefonieren mussten oder unterwegs waren. Aber es gab natürlich auch Randgruppen, wie zum Beispiel Ehebrecher oder geheime Liebschaften, sage ich mal allgemeiner, die sich dadurch dann einfacher absprechen konnten. Einige Jahre überwog die Skepsis in Deutschland. Traum oder Albtraum? Die Handys drohen zur Volksplage zu werden. Immer kleiner, immer handlicher, vor allem aber preiswert wie noch nie sind sie geworden. Telefonieren Sie mit dem auch? Ja, klar. Richtig, ja? Auch richtig. Wozu brauchen Sie es denn? Um ständig erreichbar zu sein. Weil wir machen das nicht aus Spaß. Wir brauchen so ein Ding manchmal. Sie wissen ja, das geht dem Mann. Das Geltungsbedürfnis. Ja, sehr wahrscheinlich haben die das wie die Hähne auch nötig, ne? Ende der 90er Jahre setzte dann ein regelrechter Handyboom ein. Man wollte im Notfall erreichbar, aber man wollte auch irgendwie dabei sein. Das Handy übernahm immer mehr Funktionen und änderte unsere Kommunikation. Ich will jetzt nicht unbedingt oberflächlich sagen, weil das auch eine Tiefgründigkeit hat. Aber nennen wir es mal flachere Inhalte kommuniziert werden und das auch in größerer Menge, sodass das, was wirklich vielleicht wichtig wäre, auch vielleicht mal zu besprechen, vielleicht auch untergeht. Handys variierten in Größen, Formen und Farben, bevor sie durch die mehr oder weniger einheitlichen Smartphones verdrängt wurden. Die Geschichte der Mobiltelefone ist für viele auch die eigene Geschichte. Immer wenn man die Leute sieht, die wenn sie eines ihrer alten Handys sehen, dann werden sie nostalgisch, fangen an nachzudenken. Und überraschend ist, dass das nicht funktioniert, wenn man nur drüber spricht, abstrakt. Es läuft über dieses physische Erleben oder die analoge Erlebniswelt, das Handy, das Gerät wirklich zu sehen. Den Handys ging es übrigens wie den Smartphones heute. Eine Zeit lang hängen wir sehr an ihnen, dann werden sie entsorgt und das nächste kommt. Ja, und vor dem nächsten Handy kommt ganz sicher die nächste Hessenschau, unsere Spätausgabe, Marcel. Und du weißt auch genau, wann die kommt. Zum Glück habe ich nachgesehen. 22.15 Uhr heute Abend bei uns im HR-Fernsehen. Ja, und nach der Tagesschau geht's weiter mit Alles Wissen. Und Laura Di Salvo, die hat noch die Wetteraussichten. Und ich glaube, jetzt im Moment regnet's und wir gehen raus aus dem Studio. Tschüss. Aber morgen sehen wir uns wieder. Schönen Abend. Ciao.